Hallo und willkommen zurück zu Borderlands 3. Ja, endlich geht's mal wieder weiter. Und ich hätte fast meinen Speicherpunkt verloren. Also mein ganzes Spielstand wäre weg gewesen, hätte ich nicht die Spieldaten nochmal überprüft. Schließlich habe ich dann das Spiel neu installiert und dann auf einmal kam die Meldung, ach, deine Spieldaten wurden außersehen gelöscht. Da dachte ich mir natürlich so, scheiße, ja geil, Projekt am Arsch, aber ich konnte es noch retten. Und das Gedudel mit den Leuten geht jetzt weiter. Erstmal ein bisschen mit Wayne Walk sprechen. Alistairs Retter in Fleisch und Blut. Ah, meine Rettung in Fleisch und Blut. Kammerjäger, du bist einfach großartig. Du hast es geschafft. Jetzt stehe ich echt in deiner Schuld. Kammerjäger, meine Schwester hat dich kontaktiert, nicht wahr? Ja, Aurelia wollte mich bezahlen, Eden 6 zu verlassen. Diese verdammte Harpie! Alles, was dir Aurelia mit einer Hand reicht, soll dich nur vom Messer in der anderen Hand ablenken. Sobald du diese Villa betrittst, wird sie versuchen, dich zu töten. Und genau deswegen gehen wir. Winnie! Kammerjäger, wir stehen in deiner Schuld, seit du Alistair aus den Fängen der Fanatiker gerettet hast. Und dein Jacobs steht zu seinem Wort. Ich besorge dir den Kammerschlüssel, aber das bedeutet, dass wir gemeinsam in den Bau dieser Harpie gehen. Der Schlüssel befindet sich seit Generationen im Besitz meiner Familie, aber sein Versteck ist ein Geheimnis, das mein Vater mit ins Grab nahm. Nimm Aurelias Einladung an und beschäftige sie, während ich die Villa nach dem Schlüssel durchsuche. Verfluchte Banditen! Oh Gott, jetzt labert hier schon wieder jemand im Hintergrund. Gott, natürlich ist der Schlüssel irgendwo ganz woanders. Natürlich nicht in der Villa. Aber okay. Wenn du meine Schwester treffen musst, will ich offen sein. Aurelia ist eine der wohlhabendsten Kreaturen der Galaxis, aber lass dich von ihren feinen Fummeln und den kostbaren Juwelen, die sie trägt, nicht täuschen. Sie hat das Herz eines keinen Fallschaden. Sie nimmt sich, was sie will. Sie glaubt nur an sich selbst. Hätte sie Tyrenes Charisma und Troys... Wo ist denn hin? Dort hinten. Okay. Verschlagenheit hätte sie schon längst einen eigenen Kult gegründet. In den Kalypsos hat sie ihre wahre Familie gefunden. Joa, aber für sie war das ja nicht so gut. Deine Schwäche wurde zur Kenntnis genommen. Okay, dann bewege ich mich mal dorthin. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja, geil, ich muss jetzt bis dorthin laufen. Nur, um in sein scheiß Anwesen herzukommen. Ja, geil. Bezahlt werden. Ich wusste, dass du kommst. Die Loyalität eines Kammerjägers ist immer käuflich. Komm zur Villa und du bekommst dein Geld. Geil, dass ich erstmal als Hure bezeichnet werde. Oh, und schalte auf deinem Weg ruhig die Anhänger der Kalypsos aus. Diener, Anhänger, fast so entbehrlich wie Kammerjäger. Ja, ich sehe sie direkt. Kann ich sie nicht einfach überspringen? Na gut. Stirb, du Bastard! Die Verwesung Jawohl. Steht dir. Stirb! Alter, ich sterbe wieder von mir selbst. Oh mein Gott, Alter, was geht das hier? Ja, nee, warte, ich warte gar nicht, Alter. So, ich muss mal kurz was einstellen. Wie fühlt sich gut, das müsste jetzt ein bisschen besser sein. Hoffe ich mal. Oh, das ist trotzdem so kleine Ruckler gibt's. Alter. Oh Mann, ich hab's vermisst. Ich hab natürlich wieder überall keine Munition, ist das super. Also ihr merkt, meine Laune hält sich noch unter Grenzen. Und die Musik, Alter, die Musik, sorry, ich muss sie viel leiser stellen. Ist das ja schrecklich. Da kommt Musik gleich hier auf 13. Ist ja schrecklich. Ja, ich war kurz in den Einstellungen, meine Güte.
Alter, ich war ganz kurz in den Einstellungen. Ich hasse das Sterbesystem. Ihr merkt, ich bin überhaupt nicht erfreut. Na los, Junge! Hyperion glaubt an ein Benutzererlebnis nach Maf. Wenn du das Gefühl hast, im falschen Körper... Ja, ich bin immer im falschen Körper, das merke ich jetzt schon. Gut, dann nochmal hier rein. Gut. Komm her, Kau. Helf mir mal. Ach, der hat jetzt auch Frostbeule. Als Perk. Wo sind denn die Gegner? Da. Ich bin stärker und obwohl Level 20. Ein weiterer ist verstorben. Wovon bin ich denn jetzt schon hier gestorben? Ich weiß nicht, was mich immer wieder tötet. So, warte mal. Skillbaum. Ja, da haben wir das schon mal completed. Ach, guck mal, wir können das jetzt mal hier benutzen. Alter, wie sieht meine Best jetzt aus? Die hat jetzt drei Perks und so einen Mega-Perk. Sag mal, jetzt kann ich auch auswählen, entweder Gamma oder Back. Was ist weg? Ändert dein aktuelles Haustier. Ach, jetzt habe ich beides. Oder ich nehme das hier. Nee, ich nehme das. Das sieht irgendwie besser aus. Alter, warum geht das? Okay. Jetzt muss ich mich wieder hier mit einem neuen Waffensystem wieder klarkommen. Es ist jetzt nicht neu. Ah, ich habe ein leeres Feld, warte. Was ist denn hier gut? Das höchste ist jetzt 263. Dann nehme ich das doch. Boah, ich bin kein Sniper-Fan. Nee, dann nehme ich jetzt hier so eine MG. Und dann werde ich die ändern zu der. Ja, so ist doch gut. Granaten habe ich keine wirklich. Kann ich das jetzt nicht wegschmeißen? Ja, cool. Ich habe alles vergessen schon. Okay, noch ein paar Bestückungssachen, ein paar Dekorationen, so mache ich das. Ich habe alles schon wieder vergessen. Alles schon aus meinem Kopf gebannt. Das ist mir so egal, was du da rumschreist. Ich muss sagen, ich bewundere die Kalypsos dafür, wie sie es geschafft haben, jedes ungebildete Stück Fleisch dazu zu bringen, ihnen blind zu folgen. Da will ein reiches Miststück wie ich fast ihren eigenen Kult. Vielleicht nach meinen Geschäften hier. Es ist Zeit zu kämpfen. Oh nee, nicht noch ein Kult. Reicht da nicht schon, dass die halbe Welt damit voll ist? Nein, es muss noch eine Tussi damit ankommen. Wie komme ich denn da hoch? Ich will dieses... Das ist mir gerade egal. Wie komme ich denn da hoch? Ah, hier ist eine Leiter. Gut. Ich will nämlich das Goodie hier bekommen. Gib mir Lore. Ich will Lore. Ich hatte gute Zeiten in dem kleinen Nest. Was haben wir getrunken? Monty, Margaret und ich. Nach ein paar Drinks sage ich... Monty, warum hast du mich den ganzen Weg hier rausgeschleppt? Er lehnt sich rüber und meint... Tja, ich habe gesehen, was mit Promethea passiert ist, als du die Kammer gefunden hast. Und ich schätze, wenn es hier eine Kammer gibt, will ich davon erfahren, um solche feigen Hurensöhne wie dich fernzuhalten. Alle am Tisch schweigen. Dann sage ich, darauf wollen wir trinken. Ob ich da jetzt gerne trinken möchte, das ist eine andere Frage. Aber ein Bierchen nimmt man auch gerne mit. Ach komm, als ob du da jetzt nicht hochkommst. Alter, ich komm auf so hohe Berge immer rauf, aber auf so einen Stein ich kann nicht mehr reden. Auf so einen Steinberg, nö. Das schafft er nicht mehr. Okay, begib dich zur Villa Jacobs, finde den Kammerschlüssel-Hinweis. Ja, gut. Was ist hier unten? Ach, keine Ahnung. Da will ich mich jetzt nicht drum kümmern. Schön, dich zu sehen, mein Junge. Genau. Oh, nee. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Ich mag deine Begeisterung, Bestie.
Weg mit euch. Alter, wovon bin ich jetzt schon wieder? Das ist das Ding in diesem Scheißspiel. Warum sterbe ich aus irgendwelchen Gründen? Ist doch nichts passiert. Jo, Alter, wie sieht meine Bestie aus? Halt die Klappe! Sich dein letzter Atemzug an. Ich hab mal so gar nicht getroffen, das ist super. Okay. Ich bin fast in der Villa. Es gibt hier eine ziemlich enge unterirdische Passage. Das Gebäude hat mehr Eingänge als eine Hure in einem Bordell für Tintenfische, wenn man keinen Wert auf Bewegungsfreiheit legt. Beim Thema Penner fällt mir ein, während du Aurelia ablenkst, werde ich den Bühnensaal im Theaterflügel durchsuchen. Mein Vater hatte ein Arbeitszimmer unter der Bühne versteckt. Wenn es einen Hinweis auf den Kammerschlüssel gibt, dann dort. Ja, das ist doch mal ein toller Hinweis. Kommen wir endlich mal weiter. Hoffentlich nervt nicht wieder 100 Sachen. Es macht mich nicht glücklich zu sehen, wie diese Harpie ihr Unwesen in meinen Ahnenhallen treibt. Sie hat die Familienporträts entsorgt, als wären sie Schlachtabfälle. Was würde ich dafür geben, sie mit meiner Schrotflinte bekannt zu machen? Schicke Villa, Alter. Das lässt sich sehen. Obwohl es eigentlich sehr ähnlich aussieht wie die Villa, wo die jetzt gerade sind. So, ein bisschen schön hier in der Ecke bleiben. Genau, oh. Rechtzeitig, Kammerjäger. Bitte, komm herein. Oh nein, das klingt doch schon scheiße. Klingt sogar Gastfreundlichkeit unheimlich. Aber spiel ihr Spielchen mit, solange ich den Bühnensaal durchsuche. Ich bin gleich bei dir. Warte im Speisesaal auf mich und dann reden wir über dein Geld. Hure. Boah, Fresse. Ich geb dir gar nichts, Alter. Kriegst eine Kugel in die Fresse. Kleine B. Okay, ich übertreib hier ein bisschen. Gibt's hier noch was zu finden? Oh, natürlich. Pinkel dieses Mal aber nicht drauf. Nee, das wäre nicht so geil. Boah, nehmen wir doch hier so ein bisschen was. Das ist scheiße. Da liegt Scheiße rum. Da kannst du ihn pinkeln. Okay. Bosskampf? Was will er hier? Verdammt! Du solltest mal dein dummes Gesicht sehen. Der Kammerdieb! Wie abgemacht! Nicht schlecht, Baronin. Aber du schuldest uns einen Schlüssel. Ich arbeite gerade daran. Na, und ich will dich nicht stören. Ist schön, wie die Geschäfte zu machen, Kammerjäger. Das ist super. Oh, wir konnten uns ja noch nicht so richtig kennenlernen, was? Tai hat die meiste Zeit geredet. Sie ist speziell, was? Als wäre sie das Zentrum der Galaxis und der Rest von uns umkreist sie nur. Doch, das ändert sich. Sieh mich nur mal an. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Was ist das? Was ist das? Deine Sirene? Sie wusste nicht, was sie hatte. Mit dieser Kraft kann ich die Sterne vom Scheißhimmel holen. Weißt du, Tyreen will dich weiter mitspielen lassen. Ja, ein wenig Konkurrenz stachelt unsere Anhänger an. Aber ich steige aus. Nein, nicht mit mir. Keine Lust mehr auf Reste vom Tisch. Zieh deine Waffe, Abschaum! Hä? Ich bring dich um! Komm und hol mich, dreckiger Bastard! Neuer Plan. Du durchsuchst den Bühnensaal und ich lass dieses Rattengesicht hier herumlaufen wie einen Jabba, der in Flammen steht. Na, endlich tut jemand was gegen diesen Vollidioten. Bis heute frage ich mich immer noch, wie die an die scheiß Mächte kommen. Das ist unmöglich und schon wieder sterbe ich hier fünfmal. Ja, das ist nicht so okay. Ey, denen muss man so eine richtige Hirnklatsche geben, damit die endlich mal aufhören. Oh, nee, ein Schildtyp. Jetzt wird getötet. Das hab ich vermutlich verdient. Etwas heißt.
kannst du mich sehen, tot? Ja, ja, ja. Ein wahrhaftiges Raubtier. Sie entkommen! Kinder der Kammer! Wacht endlich auf und fangt an zu schießen! Tötet den Kammerjäger! Nee, nee, mach mal so weiter. Die Blutgier. Ich kann jetzt nicht umschalten. Ich konnte doch gerade Granatenwerfer spielen. Hm. Schade. Hey, wieso ist hier noch einer? Genau, geh mal weg. Oh, nee, wenn ich da oben die Karte sehe, dann wird mir übel. Dann wird mir sehr übel. Aber wir müssen da leider durch. Ich hole mir erstmal ein bisschen Loot. Loot schadet nie. Oh, Geld. Geld nehme ich auch gerne mit. Oh, hier ist ja richtig viel. Oh, das wird ein Spaß hier. Hey, Rattenjunge. Bist du nicht der, der immer an der Zitze seiner Schwester nuckeln muss, um zu überleben? Stirb im Dreck! Wieso höre ich nur immer die Gespräche und warum kann ich das nicht mal zusehen? Okay, jetzt kommen erstmal 100 Gegner. Boah, diese Waffe ist so scheiße, wenn ich es gar nicht sehe. Du schießt und du siehst einfach gar nichts. Kann man einmal sagen, dass der aufhören soll zu husten? Verbrutze! Und ich war zuerst da! Hindernismodus! Na, endlich. Ich glaube, ich sollte auf Strahlung bleiben. Da unten ist noch einer. Lass mein Hündchen in Ruhe. Au, au, au. Vergiss mich nicht! Lass mich zurück! Das war's mit dir. Oh, nee, es geht ich weiter. Ich höre dich, Bestie! So, der da oben ist down. Da ist doch auch noch einer. Oh Gott, die können doch tatsächlich ausweichen. Ah, wie macht man Nahkampf? V, okay. Nee. Nee. Meine Zähne klappern. Nee. 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 Oh, scheiße. Alter. Nee. Nee. Jawohl, es hat geklappt. Oh Mann. Lächerlich. Komm, zeig dich. Da vorne. Auf rumzuschreien, du Scheißkerl. Klappe. Au. Deine Mutter hat dich verlaufen. Ich mache euch alle mit tot, Bäcker. Mann, ich bin gerade auch tot. Töte den! Töte ihn! Hallo! Oh, danke. Ich gehe rein! Du warst gar nicht sicher. Sei mal still. Was sind der letzte? Die letzten paar. Wo kommen die jetzt auf einmal her? Ich hab mich jetzt wirklich selbst getroffen. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Töte ihn doch. Schwächlinge! Junge, diese Kämpfe werden immer anstrengender. Nicht, weil die Gegner anstrengend sind, sondern weil sie nur am Labern sind. Uff. Komm zurück, alter Mann! Versuch doch, mich zu kriegen! Meine Güte, haben die Krawall gemacht. Also die Schrotflinte, die war krass.
Okay, oh nee. Ja, tschüss. Ab in den Kampf. Du wirst sterben. Du auch. Ah, da soll mal einer sagen, dass es nicht im Fernkampf geht. Lad doch bitte nach. Schnell. Gut. Das hier ist eine Nummer zu groß für dich, Zuckerschnute. Jetzt hat er mich genannt, Zuckerschnute. Verpiss dich. Ja, wisst ihr, diese Granaten sind auch super. Die springen aber die ganze Zeit rum und können dich auch treffen. Das ist super. Hier ist ein Secret. Irgendjemand hat den Kerl aus einem Rollstuhl geschubst. Wer macht denn sowas? Ah, ein GTA 64 OP3 Türöffnermodul. Es gibt da ein Sprichwort. Wenn der allmächtige Roboterpolizist eine Tür schließt, dann mach sie wieder auf. Jo. Das ist die normale Regel. So muss man das machen. Kammerjäger, der Theaterbühnensaal ist da vorne. Weiter! Ach Gott, jetzt geht er noch weiter. Ei, was ist mit dem passiert? Uff. Hey, Kammerdieb, willst du sehen, was deine tote Sirenenfreundin nicht geschafft hat? Ja, spüre, wie dich meine Kraft durchströmt! Der Android. Stickburn, Bro. Jetzt hast du den ja noch hässlicher gemacht. Boah, Alter. Das ist kein Hässlichkeitskonzert. Naja, der ist eben 3 Sekunden tot. Also hoffe ich mal. Boah, Junge, verpiss dich von mir. Alter. Jetzt bin ich auf dem Konzert. Ich bin das Theater, Guru. Jo, das one-hittet mich. Komm, der ist gleich tot. Warte schnell nach. Ich werde unser Egal. Töte so viele Gesalbte, wie du willst. Ich sorge für Nachschub. Meine Armee ist endlos. Aber weißt du was? Ich habe wichtigeren Mist zu erledigen. Okay. Jetzt, wo wir die Ratten los sind, können wir zur Sache kommen. Die Falltür zum Arbeitszimmer meines Vaters hat einen falschen Riegel. Du musst die Lösung herausfinden. Begib dich zur Technikkabine. Ach, Leute, das habe ich noch gar nicht gemacht. Dieses Aufhauen. Man kann ja diese gesalbten Charaktere oder Gegner halt, so aufsmashen. Und ja, das gibt dann halt Loot. Noch mehr Loot, obwohl man schon 1000 Sachen hinterhergeschoben werden. Bekommst du immer mehr. Okay, wir müssen hier lang. Ich sehe es. So, komm mal nach oben. Kann ich die auch hauen? Ah ja, die kann ich auch hauen. Na, siehste. An meinem ersten Abend dort haben mich Monty und seine Frau zu einer Show namens Katzengold in ihrem Haus eingeladen. Es ging um einen König, der ein uraltes Artefakt der Macht findet und versucht, die Welt zu erobern. Am Ende geht das Königreich in Flammen auf und der König verliert seinen Kopf. War wohl kein Zufall, dass Monty mir das Stück zeigen wollte. Und ich dachte, sei besser vorsichtig, Teufel. Monty ist in Ordnung, aber ein lächelnder Tiger ist immer noch ein Tiger. Nicht schlecht. Okay, also hier sind schöne Poster vom Theater. Was muss ich denn jetzt hier machen? Der Entriegelungsmechanismus ist in den Voreinstellungen der Bühne verborgen. Such nach Hinweisen, welche Requisiten wir brauchen. Ach Gott, jetzt muss ich hier nach Sachen suchen, okay.
Also erstmal muss ich... Mein Vater hat Poster seiner Lieblingsstücke im Theater aufbewahrt. Vielleicht ist auf einem davon ein Hinweis. Also wir haben ja einmal Typhon de Lyon, dann Handsome Jack. Ich glaube, das war's, oder? Nee, hier gibt's noch eins. Monty gets a Butler. Also ich könnte mir am meisten das hier vorstellen, weil da steht ja Jack und er heißt, das ist ja die Jack Company und so. Also ich könnte es mir vorstellen, also wählen wir das mal aus. Jetzt muss ich hier umschalten, genau, da haben wir den hier. Jetzt muss er in den Hintergrund aussehen. Welcher war denn das? Das war dieser schwarz, also dieser weiße. Was ist das? Nee, nicht ganz, oder? Doch, glaube ich schon. Drücken wir einfach mal. Ich hab's. Mein Vater liebte Typhon de Lyon und die Kammerruinen. Finde das Poster dazu und stell es auf der Bühne nach. Typhon de Lyon, okay. Ja, es war ein A. Da brauche ich noch eine Karte. Ist das der? Ich sehe das von hier aus nicht so gut. Warte mal. Ja, das ist der. Okay, jetzt brauchen wir noch den Hintergrund. Ist das das Richtige? Nee. Das war das. Warte, noch eins. So, jetzt müssen wir es haben. Du hast es geschafft. Die Falltür auf der Bühne führt direkt zum Arbeitszimmer meines Vaters. Beeil dich, du musst es durchsuchen. Ja, nicht schlechtes Rätsel. Also, es war jetzt auch nicht super schwer, aber... Wonach war nicht schlecht. Ich hier unten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Vater sagte, er habe alle seine Aufzeichnungen dort unten aufbewahrt. Such nach etwas Aufzeichnungsähnlichem. Aufzeichnungsähnliches. Aha. Der typische Geheimraum. Wie immer. Okay. Natürlich. Mit Aufzeichnungen meinte er seine Platten. Diese Scheibe ist so alt wie die Jacobs Corporation selbst und ich habe den einzigen Ligno-Plattenspieler im System. Wenn er mir eine Nachricht hinterlassen wollte, ist sie da drauf. Bring sie zurück zum Jagdhaus, Kammerjäger. Eine Platte. Ich bin gleich bei dir. Du willst schon wieder weg? Nun gut. Aber eins will ich dir noch sagen. Du bedeutest mir nichts. Also habe ich dich an die Kalypsos verkauft. Nur damit du es weißt. Ich hole mir den Kammerschlüssel, weil ich reich bin. Und reiche Leute bekommen, was sie wollen. Nee. Sie werden schön am Arsch gefickt. Oh, nö. Wir beenden jetzt erstmal den Part, okay? Also, bevor wir jetzt hier uns durchballern, springe ich erstmal von der Klippe und habe keinen Bock mehr. Haut rein. Ciao.